Und weiter geht's diesmal mit Race Off hier in Dirt Showdown. Willkommen zurück. Eine Runde absolviert, zwei stehen noch an und dann schaffe ich es hoffentlich insgesamt noch weiter nach oben, obwohl ich jetzt gerade mal die zwei war. Das war auch okay. Wir sind in Smelter im Regen. Ich habe einen Boliden, der sehr flach auf der Straße liegt. Hab den Namen wieder vergessen. Lombarden. Ich fahre den Pietro. Und ich habe zu kämpfen. Also trotz Amateur-Schwierigkeitsgrad, also der mittlere immer noch von dreien. Ich sehe leider nicht so viel von der Strecke und allem, wenn ich so tief fliege. Aber ja, ich habe zu tun. Also es sind vier Runden wieder. Und sie bleiben alle vorne, wie ihr seht. Mal gucken. Ich werde sie alle noch einigermaßen überholen können. Vielleicht sogar ohne Nitro. Aber der erste war schwer beim letzten Mal. Und nicht rempeln, bitte. Ach Mann, dann bleibst du wieder an so einem Penner hängen, der einfach da rumeiert. So. Jetzt muss ich mal ein bisschen aggressiver fahren. Jetzt kann ich nicht mehr darauf hoffen, dass das Gummiband es regelt, sage ich mal. Mann, da peitscht einem aber auch der Regen ins Gesicht, ne? Ey! Wieder einer von hinten. Hallo! Okay, ehrlich gesagt, ich verbrauche jetzt das Nitro so, wie es gedacht ist. Und er lässt den Gegner hinter sich. Es muss ja auch raus, ne? Ich habe jetzt keine Lust hier, euch immer nur von hinten zu sehen. Das sieht allerdings gerade wieder gut aus. Er trifft die Schwachstelle, die Seite. Ja, diese ganzen Reifen hier. Ich habe schon vier, danke. Wow, was passiert da gerade? Geht's noch? Okay, sind ja noch zwei Runden. Ach Mann, dass die immer so rumschlenkern hier. Damit, ne? Geht er in Führung. Ja, ich war ja schon mal in Führung, danke. Nein, nerv mich nicht. Nitro aufsparen. Aber was sie richtig gemacht haben, finde ich, ist, wie schnell das oder wie langsam das Nitro auflädt. Also man hat weder zu viel noch zu wenig davon. Das muss ich mal sagen. Passt aus meiner Sicht. Da kommt da schon wieder ran und nervt rum. Jetzt fahren wir mal hier außen. Allerdings, ja, komme ich jetzt nicht mehr so zu der Gelegenheit, besonders viel Nitro aufzuladen. Deswegen lasse ich es mal gerade gut sein. Gerade ist auch keine Gefahr von hinten. Kann ich zwar optisch nicht überprüfen, weil ich jetzt nicht in der Situation bin. Vielleicht mal hier. Ja, kurz die Rückblende, Rückspiegel zu machen, meine ich. Da kommt schon wieder der Pfeil, der mich nervt. Ja, danke. Aber der verschwindet hier normalerweise wieder. So, jetzt nochmal schön hier richtig Tempo machen. Hey, der Pfeil ist immer noch da. Was soll denn der Scheiß? Ab ins Ziel. Grandioser Sieg, stark. Warum sieht denn meine... Ich habe gar keine Motorhaube mehr. Ich wollte gerade sagen, warum sieht meine Motorhaube so komisch aus? Okay, das war doch schon mal zumindest wieder die 1. Da haben wir einen Gesamtstand von 1. Punkte sehen auch gut aus. Dann werde ich es ja wohl in der letzten Runde, in der dritten Runde auch noch packen. Habe ich hier eigentlich Wiederholung? Los! Letzte Runde, die Entscheidung naht. Ich will es nicht rausfinden, ehrlich gesagt. Ja, also für meiner einer ist diese flache Kamera tatsächlich schon einigermaßen eine Herausforderung. So spiele ich Rennspiele normalerweise nicht. Also mit diesem ganzen Stoßstangenkamera und so Gedöns kannst du mich jagen. Das finde ich... diese Wichser, ey. Gerade wo ich aus der Kurve raus wollte mit Nitro. Es ist doch nicht zu fassen. Ah, das ist ein Scheiß, echt.
Und wiederholen kann man es nicht, weil man dann alles wiederholt. Das ist nämlich immer das Problem. Dann müsste ich wieder ganz von vorne anfangen, weil die drei Runden ja zusammengehören. Mann, zieh doch jetzt nicht nach links, wo ich da lang will. Und wenn du innen die Kurve lang willst, dann stehen da diese blöden Dinger. Also die haben hier schon einiges aufgefahren. Mann, wie soll ich denn an euch vorbeikommen, wenn ihr so scheiße rumeiert? Oh. Leute! Hau ab hier! Jawohl, er hat ihn überholt. Ja, naja, irgendwann muss ja auch mal, ne? Schon die dritte Runde, Mama Mia. Nein! Nein! Oh! Also hier hast du echt zu tun. Mann, hau ab hier. Das sah schon fast zu einfach aus. Ja, es muss jetzt was passieren. Es muss ja jetzt einfach was passieren. So, ich könnte mir den sicherlich noch als ersten Platz leisten, der da vor mir ist. Also, dass der da bleibt und ich trotzdem insgesamt die Punkte habe. Aber ich versuche es natürlich, da nochmal ranzukommen. Noch eine Runde. Hier, guck, voll Nitro, er macht gar nichts. Ich komme kein Stück näher. Also, da stimmt doch was nicht. Sorry. Er kriegt die Kurve nicht und dreht sich raus. Nur nicht aufgeben, Kleiner. Stattdessen kommt der Fuzzi da. Ja, behagt euch mal. Heute hält sich niemand zurück. Alter, hau doch mal ab da. Das kann doch nicht wahr sein. Also, wenn sich sowas aufregt. Wenn man nicht an den Fuzzis vorbeikommt. Ne? So, er bleibt wieder Erster. Das ist doch nicht zu fassen. Mann, das kann jetzt nicht wahr sein. Er hat das Ziel erreicht. Oh. Der Nächste kommt ins Ziel. Oh, das war... Na, oh nee, ey, wirklich. Also jetzt bin ich gerade richtig auf 180. Mich am Ziel rausdrehen. Das war ja der letzte Scheiß. Und es hat für die 1 gereicht. Also ein Müll, ey. Soll mir recht sein, ich will es nicht nochmal fahren. Auch nicht zwischen den Aufnahmen. Aber das war jetzt echt Worst Case. Okay, gar nicht mal so viel Kohle. Mehr die ganzen Autos gekauft. Naja gut, ich stehe jetzt schon ziemlich am Ende hier der letzten Saison. Nochmal Rampage. Okay, San Francisco. Das kann ja wieder ans Gemüt gehen. Ja, ich bleib bei ihm. Und mach mal den hier. Überlege mir auch gerade. Und ich habe das nicht beobachtet. Ob die... Mann, immer nur frontal. Nein. Ich erzähl's gleich zu Ende. Da, sowas wollte ich mal wieder machen. Hallo. Oh Gott, nein. Gab es unterschiedliche... Mann! Gab es unterschiedliche Punkte je nach Schwierigkeitsgrad? Ja, das war die große Frage. 175 Punkte sind ja mal auch gar nichts. Oh, ha! Mann! Oh Gott! Lass mich in Ruhe. Sind Stoßstangen ja da. Jetzt haben sie Blut geleckt. Der erste Fahrer wurde da, ausgeschaltet. Da ist einer. Frontal zusammenstoßen. Ja, aber kaputt ist er nicht. Warum sind die denn alle nicht kaputt? Die haben doch nicht mehr viel. Jetzt ist er kaputt, aber nicht durch mich. Eine verhängnisvolle Affäre. Da war einer. Wo ist der denn jetzt? Da. Ja. Okay, das waren nur touchiert, aber das hat gereicht. Was? Ich bin ja... Naja, gut, Dritter ist okay, aber... Schön ist das irgendwie nicht. Na, na, wo fährst du lang? Na, erstmal dem in den Seiten fahren, warum nicht? Man muss ja nicht immer kaputt machen,
Wenn man schön woanders in die Seite fahren kann, soll es ja ausreichen. Jo, das war ich. Danke. Ich brauche mal Punkte, Freunde. Voll auf die 12. Ja. Eine schöne, saftige Breitseite. Okay, doch, der ist dann doch kaputt gegangen, aber eben nicht durch mich wieder mal. Oh, hoppla. Hatte mich eigentlich auf was anderes fokussiert und dann fuhr er mir rein. Ach, scheiße, immer diese Wendemanöver. So, pass auf, der macht jetzt wieder seinen Trick. Genau. Mit der richtigen Taktik kann hier jeder den Sieg holen. Okay, keine Ahnung, was da passiert war, aber es hat geklappt. Endlich haben die beiden zusammengefunden. Nehmt euch ein Zimmer. Na, wo geht's lang? Jawoll, der war wichtig. Aua! Mann! Wo gibt's hier noch Punkte? Das war nicht so viel. 160 Grad. Wo sind die Punkte geblieben? Hat er gar keine Punkte angezeigt? Okay, zweiter. Naja. Gibt's noch eine Runde? Okay, die nächste Runde könnte es kommen. Ja, da war nicht mehr so viel drin. Beziehungsweise der Abstand zu groß, um da noch auf die 1 sich zu schieben. Los! Zart runterfahren hier. Oh! Maximaler Schaden. Es gab auch gut Punkte. Ich weiß gar nicht, wo die herkamen. Meine Güte, los, raus hier, raus hier! Mann! Wenn du kein Gas gibst, um mal nicht am Gegner festzukleben, da. Und voll von hinten reingekracht. Dann kommst du auch nicht weg. Oh. Ja, das hat er verdient. Du bist mir reingefahren in meinen Weg. Ich wollte was ganz anderes machen. Ja. Ist das gebracht? Als würden sich zwei Autos küssen. Nicht das, was gebracht. Oh shit. Mann, ja, lass mich doch hier raus. Oh, oh. Er wird wieder irgendwie komisch fahren zum Schluss. So. Sehr schön. Ich nehme die Bande mit, ist klar. Darf ich dann auch mal wieder. Hallo Kamera? Ja. Nein. Okay, nehmen wir den. Boah. Ey, wie es einfach mal gar nichts bringt an einigen Momenten. Da fährst du einem voll von der Seite rein. Was hat denn der bitte für eine Stärke? Da. Nein, ich hab da einen gesehen, Mann. Den da holen, da. Nee, eigentlich so einen. Bringt nichts, ey. Bringt doch nichts. Ach, Mann. Kann man nicht mal in Ruhe irgendwo was anvisieren? Ständig kommt einer von der Seite rein und dreht dich weg. Oh, meine Fresse nochmal. Hallo? Oh. Schon, tu mal was. Ja, sowas tue ich. Massenzerstörungswaffe. Heißt das nicht Massenvernichtungswaffe im Deutschen? Hört aber auf damit, das ist ja nicht mehr jugendfrei. Portal. Ach, lass mich in Ruhe, ich will mal raus. Oh! Extra breit, Seite. Extra breit, ja. Punkte sehen gerade mal gut aus. Wo sind die Gegners? Oh! Warum? Hallo! Warum hat das denn jetzt so gut geklappt mit den Punkten? Das war unlogisch. Da bin ich jetzt gar nicht mit so viel Wucht rein, ne? Ja, ich wollte den anderen erwischen. Immer sind sie alle im Weg. Ah! Sollte er aber mal nachschauen lassen? Nein. Oh! Ach, fuck! Ah, ich wollte da rein. Wir lassen ihn einfach nicht. Aber gut, das hat ja jetzt wieder gut geklappt mit den Punkten. Gesamtsieg. Jawohl.
Mehr will ich ja gar nicht. Aber ja, da braucht es echt keine andere Schwierigkeit. Die ist da, die Schwierigkeit. So, jetzt haben wir wieder schön Kohle gespart. Jetzt könnte ich mal wieder einen ausgeben. Darf ich denn? Was kommt denn so? Race Off als nächstes. Eieiei. Okay. In Tokio. Okay. Drei Phasen. Jetzt aber ranhalten. Obwohl, ist ja erst die halbe Folge. Ja, den Lombardi, den haben wir noch gar nicht richtig ausgefahren, ne? Gab's noch einen anderen interessanten? Nö, dann geht's jetzt mit dem weiter, mit neuem Lack. Achso, ich hatte ja schon den gewechselt. Den fand ich schick. K&N Airfield, das kennen wir auch schon, hier in Gelb. Ah, das ist hier mein Dalek Fodder, mein Zweitliebster. Okay, keine Gefangenen, würde ich mal sagen. Die werden alle noch fies genug. Ich starte irgendwo los, mittendrin. Heute führen viele Wege zum Sieg. Schäden und Zerstörung sind herzlich willkommen. Hopp. Also wenn da vor mir was passiert, ich sehe es nicht, ne? Wenn die irgendwie Unfälle bauen oder so. Ich sehe es halt nicht. So, jetzt sind wir erstmal drei. Und die da vorne sind schon wieder recht flott. Also das nimmt jetzt schon Dirt 3. Oh Gott. Drei Ausmaße an. Vom Schwierigkeitsgrad. Finde ich. Aber gut, jetzt komme ich auch gerade wieder ran. Naja, ansatzweise Dirt 3 Schwierigkeitsgrad. Von der Steuerung her immer noch easy. Hier dieses Gerumpel immer. Also diese... Diese Sprünge, die habe ich schon in Dirt 3 nicht gemacht. Aber ist wahrscheinlich realistisch. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es die Strecke so oder so ähnlich in echt gibt. Also jetzt nicht hier wie im Showdown mit Rampen und so einem Kram noch. Aber so der Rundkurs an sich. Ne? Find auch mein Nitro nicht so super effektiv gerade bei der Karre. Keine Ahnung. So. Das sind vier Runden, okay. Wenn ich nicht aufpasse, sind sie wieder dran. Aber Nitro muss ich haushalten. Gerade. Dann nutze ich am besten immer nur so ein bisschen in der Kurve. Oder um aus der Kurve rauszukommen. Aus bestimmten Kurven. Nicht aus jeder. Oh, was ist denn das? Wie ist der denn gerade gelandet? Hilfe. Hier zum Beispiel aus der Kurve und dann gleich hier rüber fliegen. Da kann man es mal ganz gut benutzen. Vielleicht verbeult der sich auch bei jeder Landung. Ich weiß ja nicht, wie sehe ich ihn gerade von vorne aus. Ich habe schon wieder keine Motorhaube. Was ist denn da kaputt? Hab den Moment. Da kommen sich aber zwei richtig nahe. Hab den Moment nicht mitbekommen, wo mir die abgeflogen werden diesmal. Ich denke, die Karre ist nicht unbedingt für Sprünge gemacht. Obwohl ich jetzt hier auch nochmal einen Waage hab. Das ist ja erst die dritte Runde. Okay, da. Also jetzt die letzte. Also da hinten kommen welche. Ah! Oh Gott. Aber es sah noch okay aus. Von der Entfernung her. Naja. Die bleiben dran auf jeden Fall. Die werden jetzt nicht locker lassen. Jetzt mal gucken, dass das Nitro nicht unnötig ungenutzt bleibt. Naja. Er
erst Handbremse, dann Nitro. Oh Mann, und ungünstig in der Bande gelandet. Ah nein. Oh Gott. Ah shit, jetzt habe ich mich völlig verdrückt hier. Wollte eigentlich Rückblende machen. Man hat gesehen, worin es resultiert ist. Ist hier Ziel? Hier ist Ziel und kein Nitro mehr übrig. Jawohl, er holt den Sieg! So, das war aber nur Runde 1 von 3, ne? Aber die war ja schon mal gut. Okay. Fahren wir jetzt rückwärts, also gegen den Uhrzeigersinn. Los! Oh. Ja, das tun wir. Ich habe einen Moment gebraucht, das einzuordnen, aber ja, so ist es ja immer bei der Strecke. Oh wow, was machen die hier? Ich taste mich erstmal ohne Nitro ran. Es trennt sich ja auch irgendwann so ein bisschen die Spreu vom Weizen, ne? Bis dann kommt es dann irgendwie an so eine vordere Kampfgruppe ran. Das war ein wichtiges Überholmanöver. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber es ist eigentlich nicht die passende Disziplin dafür, um hier zu rempeln oder einen rauszudrehen, aber hat ja funktioniert. Wow, Mann, wie unruhig die teilweise fahren, ne? Ehrlich, ich hätte schon mal Nitro rausballern müssen, das muss ja auch weg. Er schiebt sich um eine weitere Position. Jetzt zum Beispiel so. Was ist denn das? Warum ist der denn die ganze Zeit neben mir? Es ist, du hast so gar nichts von diesem Nitro, ey. Es existiert wirklich fast nur auf dem Papier. Ist unglaublich. Mann. Ach komm. Was ist denn das hier? Hallo. Okay, das war super schlecht, gebe ich jetzt. Wir haben einen neuen Führenden. Neuen alten Führenden. Okay, Nitro ist voll, bei nächster Gelegenheit mal wieder nutzen. Ich glaube, Nitro ist echt am besten dafür, wenn du gerade um die Kurve fährst, also hier nicht bei der, aber und dich so stabilisieren willst, ne? Also gut und schnell aus der Kurve rauskommen willst, dann ist es richtig gut und dann spürt man es auch. Aber ansonsten ist es hier echt so ein bisschen witzlos. Hier mal mit der Handbremse rein und dann so, ne, so rausbeschleunigen. Gerade auf einem Untergrund vielleicht, wo du sogar ein bisschen weniger Grip hättest, wobei ich nicht glaube, dass das im Showdown so präzise programmiert ist, dass du hier wirklich irgendwo schlechteren Grip hättest. In Dirt 3 war es ja so mit dem Sand. Mann, jedes Mal. Das hat ja auch wirklich, also hier, ne, ist ja einiges an Sand in der Strecke. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Hat ja auch wirklich funktioniert. Also da war auch mit dem Controller, nicht nur mit dem Lenkrad, sondern mit dem Controller hast du es auch schon gespürt, wie der Grip nachlässt. Wie das alles nicht mehr so läuft, wie du es dir denkst, wenn du zu sehr vom Asphalt weggehst oder wegfährst. Oh, was ist denn das? Runde 3 wieder. Okay, also da fehlt noch ein bisschen was. Ja, aber in Showdown, glaube ich, würde ich sagen, ist das nicht so vorhanden. Oder zumindest minimiert. Also es kann sein, dass es ein bisschen vorhanden ist mit dem Grip. Aber doch stark minimiert. Die letzte Runde läuft. Gleich kennen wir den Sieger. Natürlich dem Arcade-Gedanken geschuldet hier. Wer weiß, ob ich hier die optimale Karre für habe, ist auch die Frage. Der hat zwar offensichtlich, jetzt nicht nochmal hier. Der hat zwar offensichtlich gute Werte, wenn es um Geschwindigkeit geht, aber der liegt so flach hier auf der Straße und kann die Sprünge nicht so gut, weil er da ganz schön hüpft. Also er ist nicht gut gefedert und alles. Wer weiß. So, jetzt hier nochmal Nitro. Dann komme ich aus dieser Kurve raus. Und dann baller ich nochmal schön einen rein.
Und dann kommt auch schon die Zieleinlaufkurve. Da nehme ich noch meinen letzten Rest Nitro, den ich jetzt aufgeladen habe. Jawohl. Das ist der Sieg. Tolle Leistung. Okay, eine Runde gibt's noch. Die passt hier auch noch schön rein in die heutige Folge. Los! Ja, los, ich drücke. Es dauert immer einen Moment, bis das normale Gas anspringt. Ganz komisch. Ich dachte, das wäre nur ein Problem des Busses, aber nein. Wow, was ist denn hier los? Ach, ist das wieder diese ganz fiese enge Kurve? Wobei, die gab es doch im Showdown jetzt noch nicht. Naja. Ich gucke mir das erstmal von hinten an. Ehrlich gesagt gucke ich mir das von zu weit hinten an. Ich will mal ein bisschen vorbeikommen. Ah, Mann! Was eiern die immer von einer Seite auf... Oh, das sind kurze Runden. Da sind wir ja schon in Runde 2. Aber dafür sind es 8. Okay. Mal gucken, wann die mich hier vielleicht mal irgendwie vorbeilassen. Jetzt bin ich ja zumindest schon fast Podium. Hier in der Kurve bremsen sie immer ganz schön an. Ja, war eigentlich gar kein spektakuläres Überholmanöver, aber gut. Hier, guck, ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Volle Kante, Nitro, nix ist. Stattdessen wartest du auf eine Kurve, wo sie abbremsen, die Blöde. Da kommst du dann vorbei. Das ist doch... Also sowas muss einem doch auch auffallen als Programmierer. Das kann doch eigentlich nur noch Absicht sein. Was fliegen denn hier die Funken? Gehe ich schon wieder kaputt? Naja gut, Motorhaube hatte ich ja irgendwie noch nie. So, ich habe eine Menge Nitro gerade noch gehabt. Staunen. Die Kurve hier ist fies. Die ist auch für Showdown-Verhältnisse erstaunlich fies. Die kann man dann aber gut auch mit Nitro wieder nutzen. Oder mit Nitro da rausballern. Genau wie hier jetzt gerade mal. Ja. Jetzt mal aufgepasst. Also hier muss man was... Ja, so geht's, ne? Was Handbremse machen, sich querstellen und dann schön mit Nitro rausballern. Sehr schön. Ja. Das hat funktioniert. Oh, jetzt ist Nitro weg. Drei Runden noch zu fahren. Puh, da muss man ja auch aufpassen. Ach, immer... Ja, stimmt. Ja, jetzt sind die doch nicht so schnell vergangen, wie ich erwartet hätte. Die Runden. Okay, Nitro vielleicht mal eher für die Stelle aufheben. Mal gucken. Es ist auch tatsächlich so, ich habe es ja schon mal thematisiert, du kannst hier in so großzügigen Kurven in Showdown kannst du Vollgas geben, ohne dass du dir über Bremsen Sorgen machen musst. Und wenn du irgendwann feststellst, naja, ich bin ein bisschen zu schnell... Oh. Ich bin ein bisschen zu schnell, dann gehst du einfach vom Gas. Also so arcadisch ist es, dass das schon ausreicht. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob ich noch auf was anderes hinaus wollte gerade. Und jetzt kommt die letzte Runde. Ich finde, der Lachs sieht auch super schön aus, wie der immer so glänzt und alles. Ah, hier liegt doch eine Menge Zeug rum, also, oh Gott. Da merkt man auch, worüber man so fährt. Stoßstangen, Reifenstapel. Oder verteilte Reifenstapel, sagen wir mal so. Ach ja, letzte Runde. Dann könnte ich jetzt ja mal durchaus das Nitro loswerden. Ein blitzsauberer Sieg. Ganz starke Leistung. Ja, das dürfte ja wohl der Gesamtsieg sein. Alles andere würde mich sehr wundern. Ja, mit ein bisschen Abstand.
Das gibt Kohle. Okay, viel ist da nicht mehr übrig. Ich habe jetzt erstmal 8-Ball noch freigeschaltet. Und dann gibt es das kleine Finale und das große Finale in dieser Saison. Und das ist ja auch die letzte Saison. Ich habe in der Folgenpause jetzt die Gelegenheit, ein bisschen was aufzuholen, was nicht so gut geklappt hat. Ich habe meine Augen gerade mal unten rechts. Und dann würde ich sagen, könnte die nächste Folge schon die letzte gewesen sein. Dann wäre Dirt Showdown durch. Aber den Tag nicht vor dem Abend loben. Schauen wir mal. Und dann sehen wir schon. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.